Wir haben diese Gleichung hier gegeben und fragen uns, wo ist die auflösbar nach y oder nicht auflösbar nach y, wo ist sie auflösbar oder nicht auflösbar nach x. Und diese Gleichung hier, die definiert eine Kurve in der xy-Ebene. Das heißt, die Frage ist, wo sieht diese Kurve lokal aus, wie der Graph einer Funktion von x oder von y, je nachdem das andere, nachdem wir aufgelöst haben. Wir bringen das zunächst in unsere Standardform, führen also so eine Funktion f von x und y ein, sagen wir y Quadrat minus x hoch 3 minus x Quadrat, sodass dann f gleich 0 wieder unsere Gleichung ist. Und wenn wir uns für die Auflösbarkeit nach y interessieren, dann leiten wir das f nach y ab. Kriegen wir 2y. Und da, wo das 0 ist, da ist dann die Funktion nicht nach y auflösbar. Also wo ist 2y 0? Bei y gleich 0. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was die x-Werte dazu sind zu y gleich 0. Also gehen wir in die Gleichung selber ein und schauen, wo überhaupt Lösungen der Gleichung mit y gleich 0 sind. Also wir schauen uns f von x und 0 an. Das ist minus x hoch 3 minus x Quadrat. Da können wir ein minus x Quadrat ausklammern. Dann haben wir hier noch ein x plus 1 übrig. Und die Gleichung ist ja, dass f 0 ist. Also wissen wir, die zugehörigen x-Werte sind jetzt x gleich 0 vom vorderen Faktor und x gleich minus 1. Also wissen wir jetzt, nicht auflösbar nach y ist das Ganze hier in der Nähe der Punkte 0, 0 und minus 1, 0. Jetzt machen wir das gleiche Spielchen für Auflösbarkeit nach x. Also wir gucken uns an, was ist df nach dx von x und y? Ja, das sind minus 3x Quadrat minus 2x. Da würde ich vielleicht ein minus x ausklammern. Dann haben wir 3x plus 2 hier noch stehen. Nicht auflösbar ist es dann, wenn das 0 ist. Also dann, wenn entweder x gleich 0 ist oder wenn x gleich, was muss es sein, minus 2 Drittel ist. Jetzt müssen wir wieder die zugehörigen y-Werte finden. Also wir schauen uns an, was ist f von 0 und y. Wenn wir für x 0 einsetzen, dann bleibt nur noch ein y-Quadrat stehen. Das ist also 0 genau dann, wenn y gleich 0 ist. Und wenn wir f von minus 2 Drittel und y anschauen, dann finden wir da die zugehörigen y-Werte. Da haben wir ein y-Quadrat. Minus, jetzt minus 1 hoch 3 macht ein Minuszeichen. Mit dem Minus hier gibt es ein Plus. Und dann haben wir 8 27stel minus 4 Neuntel. 4 Neuntel sind mit 3 erweitert 12 27stel. Also haben wir y² minus 8 minus 12 macht minus 4 minus 4 27stel. Das muss wieder 0 sein, damit wir auf der Kurve sind, damit wir die Gleichung lösen. Ja, und das ist dann erfüllt, wenn y plus oder minus, was ist das, 2 durch Wurzel 27 ist. Oder wenn Sie hier noch partiell die Wurzel ziehen wollen, 2 durch 3 mal Wurzel 3. Gut, jetzt haben wir also, schreiben wir das auch noch auf, also nicht auflösbar nach x bei, welche Stellen waren das jetzt? 0, 0 war wieder dabei und dann haben wir noch bekommen diese beiden Stellen minus 2 Drittel und plus minus 2 durch Wurzel 3. Okay, was wissen wir jetzt über die Kurve, wenn wir diese Sachen hier gefunden haben? Die können wir jetzt schon skizzieren. Also sagen wir mal,
Wir sind hier in der xy-Ebene. Und wir wissen, nicht auflösbar nach y sind wir hier oben bei 0, 0 und bei minus 1, 0. 0, 0, da sind wir auch nicht nach x auflösbar. Das heißt, wir wissen, in 0, 0, da muss es so eine Selbstüberschneidung unserer Kurve geben. Also hier an dieser Stelle. Dann hatten wir noch eine weitere Stelle, wo es nicht nach y auflösbar ist. Das war, na, hier oben steht es noch, hier, minus 1, 0. Also bei minus 1, 0, sagen wir, das soll vielleicht hier sein. Hier ist die minus 1. Da müssen wir irgendwie so eine senkrechte Tangente an unsere Kurve bekommen. Dann ist es nicht nach y auflösbar. Und jetzt haben wir noch weitere Stellen, hier zwei Stück, wo es nicht nach x auflösbar ist, bei minus 2 Drittel, wo ist das dann? Ungefähr hier. Und dann müssen wir zu plus minus 2 durch weiß der Kuckuck was gehen. Also das legen wir halt fest, hier auf unserer Achse. Sagen wir, hier ist die Stelle 2 durch 3 mal Wurzel 3. Und dann ist hier unten minus das. Und dann wissen wir, an diesen Stellen hier ist die Funktion nicht nach x auflösbar. Also hier müssen wir irgendwie so eine waagrechte Tangente an unsere Kurve haben. Und jetzt wissen wir schon, wie die Kurve ungefähr verläuft, die durch diese Gleichung gegeben ist. Die muss irgendwie so aussehen und dann hier diese Überschneidung machen. Na, und dann da nach unten abhauen. Also das hier, das Blaue, das ist jetzt wirklich die Kurve, die zu der Gleichung, wie lautete unsere Gleichung, y² gleich x hoch 3 plus x² gehört.